Hey und willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online, heute zusammen mit Maudado, Zombie und der Spalette. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Ach, da bist du. Bist du da am unten? Nee, da bist du gar nicht. Musst du denn da? Mann, geh doch weg. Ja, guck mal in meine Ohren. Nein. Na komm. Ich hab keine Lust. Na komm. Du stinkst nach Scheiße. Ja und, kriegst Geld. Aber das magst du doch. Sag mal, wer hat dich denn eingeladen? Ich? Ich dachte, wir wären alleine. Dachte ich auch, wer ist das? Scheiße. Papa? Gambledore? Tja, hier kriegst du mich nie. Doch. Warte. Ich bin hingefallen. Ich jetzt gleich auch, pass auf, in einem Gesicht. Ja, ich bekomm dich. Nein, er weicht so gut aus. Tja, tschüss, Loser. Wieso, ich bin noch bei dir, hallo. Ey! Ja, jetzt kommst du nie mehr raus, nie mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, rette mich! Rette mich! Ich hab die Kontrolle verloren. Ich hab die voll in mich rein. Oh nein, lass mich aber erst aussteigen. Erst aussteigen. Hä? Du kommst ja gar nicht. Oh nein, wo ist der denn nur? Das ist ja wirklich, also... Der kommt da von oben. Oh nee, warte, ich komm noch nicht. Oben? Maudado, bist du's? Ah! Wo bist du? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh, Leute. Guter Folgentitel. Danke. Wer bist du? Ich dachte, wir wären alleine. Ich bin jetzt in einer Online-Lobby gelandet und jetzt joine ich euch nochmal nach. Dann bis in einer Stunde. Ich liebe dieses Spiel. Ja. Warum hole ich einen Helikopter? Ach, da ist ein Helikopter. Oh ja. Oh mein Gott, er macht's. Hör bitte. Was ist denn hier los? Lager, meine Beine! Es brennt! All die Monate muss ich nachholen. Ich habe diese Lore nie verstanden. Es macht einfach sehr viel Spaß. Ja, wann kommt der Supercut? Ja, gar nicht. Oh Mann. Ey, ich kann doch kein Video hochladen, was irgendwie 20 Minuten geht, wo wir einfach nur das Geräusch machen. Ja, doch. Oh. Scheiße. Eigentlich schon. Nicht, dass ich treffe. Das wäre das perfekte Video. Kannst du mal ein Video hochladen, was eine Minute einfach nur die besten Szenen. Hast du mich gerade angeschossen? Nee, halt nee. Alle. Jedes Mal, wenn wir blub gemacht haben, hintereinander geschnitten. Ja, dann ist es eine Stunde oder so. Okay, dann die besten. Warte. So, hallo. Darf ich mal weg an den Fahrer? Guck dir mal meine Rims an, Alter. Was ist das, ein Rim? Rims sind meine Felgen. Alter. Die sind, also. Gigantisch. Wow. Oh ja. Die sind größer als dein Kopf. Das stimmt. Ich steck mit Zombie ein. Das sind sehr schnelle Wagen. Ui! Ja, geiler Stunt. Ja, mach mal richtig. Ja, warte, geht. Hä? Hä? Du hast dich wieder geportet! Und wir landen wieder perfekt. Ich hab den Stunt nicht gesehen, ne? Ich war auf einmal bei dir. Ja, oh, scheiße, Benjel! Oh. Ich bleib drin. Das sehe ich ein. Nee, warte, wie ist Titanic? Jack, ich verlasse dich nicht, Jack. Jetzt haben wir mich gerade umgebracht. Der lebt noch? Der kannst du auch fliegen? Wow. Oh Gott, nein. Hol ihn dir, schnapp ihn dir. Wieso kann ich mich noch drehen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, nein. Nein. Oh, das war's. Ja, danke. Will einer einen Messerkampf? Nicht mit der One-Hit-Axt. Nein, Zombie. Ich habe auch ein Messer. Nein. Messer am Stock. Okay, dann kämpft ihr beide jetzt. Oh, sorry, du warst der Falsche. Nein, ich kämpfe nicht gegen die Axt. Warum nicht? Warum? Weil die macht Au und ja, dann ist stimmt. Er wieder Full Life. Ja, du bleibst jetzt mal stehen, du Arsch. Zeig's ihm richtig. Ey, warum? Hä? Man kann dich doch erstmal an! Bist du gestört? Du hast doch selbst angekündigt. Schlampe. Wow! Er schießt mit seiner Schrotflinte. Nein, mach ich doch gar nicht. Ich hab ein Messer in der Hand. Siehst du? Jetzt Hilfe! Auseinander! Ja, rette mich! Ja, mach ich doch. Nicht indem du mich anfährst. Ich hab mit Schrotflinte geschossen. Das war nicht fair. Hab ich gar nicht. Och, Mann. Lass mich. Überfallen mal. Nein, okay. Lass mich bitte. Nein. Obwohl, ich hab ihn heute schon so oft getötet. Ja, schon 6-mal. Nee, stimmt nicht. Er hat dich öfter getötet. Hilfe. Das stimmt. Dann bin ich jetzt auch nicht. Nicht treten, nicht Reifi. Peace, Leute. So, jetzt finish him. Peace. Oh, ist der drauf? Ist der blöd? Ist das ein Trottel? Ich bin getötet. Ja. Oh. Ja, er kriegt mich nicht. Ist der schlecht? Nein, nicht schießen.
Son Bob, ich bringe euch alle um, ich werde euch alle umbringen. Frieden, Frieden. Alien-Laserwaffe. Eine halbe Stunde versuche mich umzubringen, immer musste ich mich wehren. Ja, wow. Steigt alle ein, Frieden. Ich würde gerne nämlich eine Sache mit euch machen. Komm mal rein. Nein, nicht treten, ey, ach Mann. Okay. Ah, danke. Naja! Wow, danke, Manu, dass toll. Ich gestorben ja, bin. Ja, das Kopfgeld von Manu. $1. Nein, das hatte Mordado schon. Nee, hatte ich nicht. Du hast ja das Kopfgeld ich hab dich von nicht 1 Dollar von German Let's Play geholt, also. Ach so. So, warte mal, ich würde gerne was machen. Ich fand es übrigens gerade schön. Ich hatte davor, wo ich hier unten stand, mit der AK dreimal in den Kopf geschossen. Der Charakter hat auch übel gezuckt und du hast keinen Schaden bekommen. Ja, du drehst du dich um, schießt eine Laserkugel in mich und ich explodiere. Ja. So gefällt mir das Spiel. Bist du ein GTA-Hacker, Mann? Ja, kannst ich fahre das immer. Ich fahre das immer mit meinen Füßen. Machst du mal Gottlob an und aus? Das ist ja geil, er spielt mit seinen Füßen. Ja, da würde ich auch gerne rein. Genau. Erinnert ihr euch noch an die Folge, wo wir irgendwie über... Hallo? Ja, steig ein. Über irgendwas Komisches geredet haben und ich nicht sterben durfte? Mhm. Ja. Ja, ich würde gerne über was reden und zum Flughafen fahren mit euch. Ja, dann fangen wir an, über was zu reden. Ja, fang an. Hey. Hallo. Hallo. Ja. Warum sagt der andere nicht Hallo? Warum fährt er so? Ach so. Hallo. Muss sich konzentrieren. Ja. Ja, scheint ja zu klappen. Ja, könnte vielleicht mal jemand den Flughafen markieren oder was? Ich mach. Ich habe mich vorgestern gefragt, als ich nackt im Bett lag, ob Maudado ein Katzen- oder Hundemensch ist. Hä? Er ist ein Katzenmensch, ne? Ist doch richtig, natürlich, oder? Natürlich. Ja, weil pass auf, ich hatte nämlich im Kopf die Vorstellung, dass wir eigentlich alle gar nicht zueinander passen. Paluten ja, mag schön, er Hunde, Zombie mag er Hunde, ich bin Katzenmensch und Maudado auch. Also gehe ich jetzt weg. Du würdest dir nie eine Katze holen, oder? Aber was hat das denn damit zu tun? Das Wahrscheinlichste. Ja, danach suche ich mir eigentlich meine Freunde aus. Aber ist ja auch nicht wahrscheinlich. Aber deine Familie hatte doch immer Hunde. Ja, und? Du bist mehr Hundemensch als Katzenmensch, auch wenn du Katzen mehr magst. Ich habe mir letztens geträumt, dass ich in Scribble was ultra krasses gemalt habe. Bist du doch in jeder Folge. Nee, das wollte ich gerade nur sagen. Ja, weiter, Manu? Ich habe heute Nacht irgendwie 3 Stunden davon geträumt, wie Elijah Wood mit mir zusammen auf in einer Etage in einem Hotel war. Oh ja. Aha. Und er dann unten überall stand, also 100-fach Elijah Wood. Ja. Und das eine Art Zombie-Apokalypse war und jeder Mensch sich in Elijah Wood verwandelt hat. Geil, ne? Ich habe von stalkenden Fans geträumt, die mich verfolgt haben bis nach Hause. Warum ich auch. Träumt ihr alle? Ich war doch auch dabei, ne? Ja. Du warst der mit dem Messer. Oh ja, verstehe ich. Ich habe gestern geträumt, dass wir irgendwie 1,5 Stunden für so einen Casino-Überfall gebraucht haben. Oh Gott, das sind irgendwie alle Autos die ganze Zeit explodiert. Ganz komisch. Warum können wir da nicht rein? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ja, wahrscheinlich, weil wir Sterne haben oder so. Keine Ahnung. Nee. Ja, warte, ich dreh kurz. Ja, Mann, du wolltest irgendwie sagen, dass wir nicht zueinander passen. Geh doch mal weiter war's. Darauf ein. Nee, das war's ja schon. Das war nur, weil wir Hunde und Katzen zusammen. Der Typ ist doch warum denn? Da frage ich mich doch wirklich. Mann, das hat doch nichts damit zu tun. Ja, frage ich mich wirklich, warum wir noch was zusammen machen. Ich hatte so recht. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Deepes und Ernstes. Ja, das Diepe kam Scheiße, danach. Mann, warum kann er nicht fahren? Das Diepe kam danach mit meiner Traumstory. Was möchte mir denn mein Verstand damit sagen? Soll ich mehr Filme von ihm gucken? Ja, nee, anscheinend ja nicht. Ja, aber der ist doch so nett. Du musst ihn umbringen. Du musst nur weniger Filme von ihm gucken, wenn ich hier dein Unterbewusstsein richtig verstehe. Jo, ich hab nur einen Film mit dem geguckt. Ey Leute, glaubt ihr, wir wären früher in der Schule Freunde gewesen? Nee. Ich habe mich eigentlich immer so mit jedem angefreundet in der Schule, also ja. Ich saß einfach nur da. Oh. Wir sind drin. Aber nur, wenn ihr in meiner Klasse wart. Weil Same, ich war auch sehr passiv, aber wenn mich jemand angesprochen hat und er nett war, dann ja. Okay. Heißt, ihr hättet auf mich zukommen müssen. Sonst freunde ich mich mit niemandem an. Ja, Paluten wäre definitiv auf dich zugekommen und hätte mit dir einen Sportverein gegründet. Also, da sehe ich euch beide. Warum ist da kein Flugzeug? Hätte ich mitgemacht. Also, doch da, hier ist eins. Ach da. Ah ja, okay. Dann kommt mal mit, Leute. Ich zeig euch jetzt was. Was macht er da? Achso, der kann Bock zu laufen. Na, auf dem Matzenbank-Tower wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mit euch eigentlich was anderes machen. Ey! Oh. Oh, steigt ein! Wie viele sind denn da?
Das war's. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wow. Müssen wir eigentlich all das machen, was Manuel immer macht, einfach rausspringen. Nee, das mache ich nur bei Autos. Das mache ich nur bei Autos. Warte, wir müssen noch eine Sache testen. Immer dieser gleiche Joke. Ja, der natürlich, der wird ja auch nicht alt. Also Klein Willi lacht da jedes Mal. Leute, habe ich euch schon erzählt, dass ich gestern 7 Knoblauchzehen gegessen habe? Nee. Nur? Weil aber ich hatte, Respekt. Ja, danke. Ich hatte Ich finde das nicht viel. Wie, das findest du nicht viel? Ich kann nur 20 essen. Ja, warte, wie hast du 7 Knoblauchzehen gegessen? Ja, ich hab mir die so fertig gemacht, ein bisschen Olivenöl, eine ganze Zwiebel rein, ein bisschen getrocknete Tomate und hab mir daraus so einen Dip gemacht. So für mein Brot. Mann, das mega geil. Du nicht. Doch. Oh, okay. Ja, ein Dip, aber hast du den auch aufgegessen? Weil ich dachte mir, das hat doch auch so Anti... Ja, hab ich aufgegessen. Ist so natürliches Antibiotika. Ja, ich weiß. Ja, weil dann kommen die Leute nicht mehr so nah an dich ran. Ja, das kommen sie sowieso nicht. Oh, das stimmt nicht. Man sieht das Flugzeug nicht mal mehr. Ich sehe es doch. Ich sehe es wirklich noch. Echt? Ja. Aber Knoblauch ist... Also, ich bin Knoblauch-Fan. Ich auch. Ich liebe auch Knoblauch. Knoblauch ist geil, ja. Aber man stinkt halt wie so ein Berserker. Und ich habe immer noch Knoblauchgeschmack im Mund. Und es ist ein Tag her. Oh, geil. Boah, lecker. Sag mal, wo fliegst du denn hin? Jetzt zu dem Flugzeug. Ich steig gleich aus. Ich hab's gleich. Nein, nicht aussteigen. Ich möchte mit euch... neue E-Mail bekommen. Wie kann ich überhaupt... Warum checkst du deine... Also, kannst du mal im Spiel dich konzentrieren? Also, hey, im Spiel habe ich eine E-Mail bekommen. Jetzt zwei Pause. Hallo? Wo sind jetzt beide Pause? Benutze das Foto in dieser E-Mail, um den Fundort des Schatzes zu bestimmen. Ach so. Jetzt müssen wir das Flugzeug testen. Nee, wir testen hier gar nichts. Wir testen jetzt den Matzebank Tower. Nee, aber ich träume ansonsten irgendwie. Ich erinnere mich normalerweise nie an Träume. Ich auch nicht. Das mit Skrill war nur vor ein paar Tagen. Da habe ich mich irgendwie gefreut. Er wacht auf und lacht erstmal eine Runde. Ich habe danach mich dann natürlich wieder hingelegt und einfach weiter geträumt. Da wurde ich ausgeraubt von irgendwelchen Leuten. Die aussahen wie Elijah Wood? Nee, leider nicht. Der Plot war vorbei. Oh. Ich träume irgendwie einmal im Jahr was oder so. Richtig selten. Ich hatte in meiner Pubertät viele schöne Träume. Wo ist der Mount Chiridat? Das da, ne? Was mit dem Matzebank Tower und dem Kasten? Nee, ist egal. Sag mal, okay. Er fliegt erst... Ich weiß noch mal Handy aus. Warte. Das ist eine Podcast-Folge, Paluten. Ja. Weißt du, wie ein Podcast funktioniert? Einfach reden. Ich mache dadurch, dass Manuel keinen Podcast mit mir machen wollte, mache ich hier sicherlich keine Podcast-Folgen mit ihm. Das ist ein gutes Argument. Das ist der erste Part von unserem Podcast. Nee, jetzt ist es auch zu spät, Manu. Plötzlich GTA. Ja. Plötzlich GTA. ein Jahr lang habe ich versucht, an ihm rumzubaggern. Das hat nicht gereicht. Nee. Liegst du uns über der Grotto, dass wir rausspringen können? Ja. Auch ein paar gute Waffen. Ja. Aber nicht wieder von den NPCs erschießen lassen. Gleich sind wir da. Okay, und du nicht in irgendwelche Geschütze reinlaufen. Okay. Okay, ja. Ich justiere nach. Ich weiß überhaupt nicht, wohin da. Ich habe das so nie gemacht. Ja, da oben, ja. Runter? Manu, runter. Achso, hoch, ich wollte nach unten! Okay. Warum wolltest du runter? Okay. Sieht gut aus. Einfach alle umbringen. Ja. Perfekt. Und einmal aussteigen. Wie gut kann man denn spielen, ist das? Hallo. Ich kann ihn nicht mehr bewegen. Oh, guck mal, geh mit zum Aussichtspunkt. Darf ich mal ein bisschen in den Kopf schießen? Nein, ich will ja hier bleiben. Warte, ich will ja gar nicht wegfliegen. So. Jetzt machen wir hier ein bisschen Urlaub und dann fliegen wir wieder alle zurück. Ein Dollar, um durch das Fernrohr zu gucken? Oh, die habe ich heute genau verdient. Ja, dadurch, dass du mich umgebracht hast. Ja, ich sehe dich. Also, die sind ja fast genauso schlecht wie in Real Life. Da ist er. Warum schießt der da? Da läuft er, da joggt er. Hallo, du siehst mich? Ja. Soll ich auch mal da reingucken? Hallo, was geht denn hier ab? Ah, ein Dollar. Oh nein, ist das teuer. Warte, ich laufe hier hin, dann hast du was zum Angucken. Ah, ja. Da bist du. Boah, wie cool ist das denn? Oh, siehst du ein Einschussloch auf meinen Rücken? Nee. Weil du dich so schnell bewegst. Bleib doch mal stehen. Oh, das ist Paletto. Wow. Ja, wir liefern ihm einen Kampf. Das ist ein krasser Typ, ey. Messer gegen Messer. Ja, Kämpfer gegen Paletto. Das sieht... Wer hat gewonnen? Oh.
Nachbarn looten. Security. Junge. Ich flieg weg. Oh Mann. Nein, warte, nicht wegfliegen. Wir müssen alle zusammen wieder weg. Das war's dann mit dem Urlaub. Okay, zwei Leute sind gestorben. Einer ist komplett ausgerastet. Dann lass uns mal. Darf nicht sterben. Wir sind einen Berg hochgeflogen statt gewandert. Ja. Hä? Ja, ist doch auch Sport. Dann kommt rein, leider. Also für mich zählt es als Wandern. Ja. So, mal schauen, ob wir den Start hinbekommen. Ups. Oh. Oh ja. Ah, ja. Lol, what? War ja richtig gut. Hä? Der ist smooth, nur die linke Turbine ist ein bisschen am Rauchen. Ja, aber. Ist ja egal. Ist ja okay. So, und jetzt drücke ich gar nichts mehr. Okay. Warum wackeln wir so? Was sind eure letzten Worte, Leute? Okay, ich beweg mich. Oh. Ich liebe euch. Das wären deine letzten Worte? Danke für all die Jahre. Ja, da habe ich mir tatsächlich, ich glaube sogar heute oder gestern, Gedanken drüber gemacht. Dass wir jetzt schon so in der Konstellation sind, so 4 Jahre. Ja, schon viel zu lange. Boah, das fühlt sich an, als wären es 30, ey. Was? Die 100. Ja, überleg mal, mit Zombie nehme ich doppelt so lange auf. Mehr als doppelt so lang. Doppelt so lang, doppelt so lang. Also. Ich weiß noch, wie cool ich seine Stimme am Anfang fand. Und wie scheiße ich die mittlerweile finde. Danke. Ich muss wieder so ein Headset-Mikrofon holen, dann bin ich wieder cool. Ja. Ja, man hört bei allen Videos von, also allen alten Videos von uns, wie schlecht unser Mikrofon am Anfang war. Ja, klar. Ich muss sagen, bei den Terraria-Folgen vor 7 Jahren klingt mein Mikrofon eigentlich echt ganz okay. Besser als jetzt. Okay. Ich schaff das. Na, ja, zu viel. Okay. Nein! Ja. Nein! Ja. Warum steigst du denn aus? Wir hatten so einen guten Flow und der zerstört ich ihn. Hab's. Ja. Zumindest tot. Ich bin einmal so drüber gesurft und dann haben wir tot gestürzt. Meine letzten Worte an ihn waren, deine Stimme ist scheiße. Oh, und der andere ist auch weg. Ja. Wer war das denn? Ah, okay, der. Nur Mordado ist bei mir geblieben. Ja, ich will ja dir zeigen, den Trick in das Ding rein. Oh, Yoda? In den Kasten. Okay. Trick dir zeigen, ich muss. Ach du Scheiße, ich bin raus. Hallo, Trick, aua. Ich zeige, hallo. Aua. Nein! Ich hab's fast überlebt! Oh. Schlechteste Podcast-Folge der Welt. Okay. Dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.